Welt, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich auf meinem kleinen Miezenkanal. Ja, ich bin es, eure Make-up-Mieze. Heute mal wieder mit einer Maske im Gesicht. Ein bisschen Me-Time plus Verlosung plus Pinkbox Unboxing Juni 22. Das ist die Maske, die ich im Gesicht habe. Sie riecht nicht sehr angenehm. Die Augen sind mal wieder super klein. Liegt wohl daran, dass sie aus vom Action ist, und zwar dann kommen die ja meistens, ach nee, die ist aus den Niederlanden. Okay, Hersteller ist Niederlande, aber wie ihr seht, also ich hoffe, für das Unboxing und die Verlosung, die ich vorhabe, wird das Ganze auf meinem Gesicht halten. Ich musste fast selber heute mal lachen, als ich mich im Spiegel sah. Wie ihr seht, durch die Nase atmen ist gerade nicht angesagt und das Ding muss ich wegschneiden. Sonst hätte ich gar nicht reden können und ich habe auch das Gefühl, jede Mimik ist zu viel, dann rutscht das alles. Aber ja, ich beiß mich da jetzt durch und zeige euch einfach mal die Pinkbox. Und die ist irgendwie diesmal sehr leicht, muss ich gestehen. Wir schauen mal. Also sonst kenne ich sie mit mehr Gewicht. Wie immer, der erste Blick sieht so aus, ein kleiner Klebi, ein bisschen Seidenpapier und auch da sieht es diesmal irgendwie sehr geschrumpft aus. Ich habe mich nicht spoilern lassen diesmal von anderen lieben YouTuberinnen, die die Pinkbox schon ausgepackt haben und ich sehe schon, ich habe hier gar kein Heft. Also sonst ist ja immer ein Heftchen dabei, wo die Produkte nochmal drinstehen mit Preisen und so weiter, aber ich habe kein Heftchen, also das ist so der erste Blick diesmal, sieht relativ leer aus, muss ich wirklich sagen, und ich muss die Sachen fast suchen, habe ich das Gefühl, aber gut, wir legen mal los. Die Pinkbox ist eine Abo-Box, die ich jetzt bestimmt schon dreiviertel Jahr lang abonniert habe. Ich zahle um die 15 Euro dafür und war bis jetzt immer super begeistert. Und ja, wir gucken einfach mal, wie es diesmal ausfällt. Ich habe hier als erstes, das sieht mir nach einem Haarband aus. Das werde ich dann schon mal nicht gebrauchen können. Ja, es ist ein, wie ich doch aber finde, sehr hübsches Haarband. Guckt mal, die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Aber dieses Produkt wird dann ja auch weitergehen, entweder in ein Trash-Paket oder in meine Verlosung, die ich heute noch mit euch vorhabe. Schauen wir doch mal. Dann geht es weiter mit Kylie Skin bei Kylie Jenner. Was bist du? Eine Augencreme. Oh, das finde ich toll. Die Verpackung finde ich auch mega und ich liebe Augencremes. Ich brauche Augencremes. Mit Mitte 40 geht das dann so langsam los, ne? Und da freue ich mich drüber. Augencremes ja, kann ich nicht genug haben zum Ausprobieren und so weiter. Ich gucke mir mal die genauere Tube an. Eine Tube, ja, schön im Roséton gehalten. Die lasse ich noch zu, weil ich einige Augencremes gerade offen habe. Aber da freue ich mich drüber. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Pinkbox. So, ja, ich kann euch jetzt gar nicht das Motto sagen, weil ich dieses Heftchen nicht drin habe. Ich kann euch auch die Preise gerade nicht sagen, aber ich werde das in der Videobeschreibung einmal reinschreiben. Und ja, ne? Was haben wir hier? 4711 Remix Cologne. Oh, das sieht nach einem, nee, Parfüm ist es nicht. Erfrischungstücher, okay. Verpackung finde ich super toll. Erfrischungstücher. 10 Stück sind da drin. Zitrone, Orange. Ob ich sowas benutze, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe sowas noch nie benutzt. Ich kenne 4711. Ist das nicht von Oma damals? Kölnisch Wasser, keine Ahnung. Wir haben hier drin eben diese kleinen Verpackungen in 3 verschiedene Farben. Logisch, ne? Zitrone, Orange und was war es noch? Neroli. Ja, sieht dann jeweils so aus. Also ich packe mir da mal ein, zwei in die Handtasche und dann gucken wir mal, ob das Zeug was taugt. Was bist du? Von Pixie. Oh, das kann ich aber schwer lesen hier. Make-up Fixing Mist. Ach, ein Fixierspray
mit grünem Tee und Rosenwasser. Oh, das liest sich toll. Das finde ich ganz, ganz toll. Das blendet nur jetzt ein bisschen, ne? Das tut mir leid. Kann ich das irgendwie? Es ist Sommer, die Sonne scheint. Leute, was soll ich machen? Ich kann sie nicht ausknipsen. Auf jeden Fall. Skin Treats steht hier noch. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es auch gut, dass es nicht so eine riesen Packung ist. Also das wird auch definitiv ausprobiert. Ja, dann habe ich hier mal wieder eine Handcreme. Ich habe ja so ein paar. Da fällt mir ein, Leute, ich mache das mit der Verlosung mal jetzt. Und zwar bin ich an meinem Schrank gewesen, an meinem Backup-Schrank. Und ich habe festgestellt, ich habe einfach viel zu viel Krams. Und ich werde das wahrscheinlich in meinem Leben nicht aufbrauchen können, zumal ja immer wieder Neues, wie man heute auch wieder sieht, dazukommt. Ja, deswegen habe ich mir überlegt, komm, ich hau mal eine Box raus. Die Sachen werden eine Überraschung sein für euch. Und was ihr dafür tun müsst, wenn ihr Bock habt an dieser Verlosungs-Überraschungsbox aus meinem Backup sozusagen, Faden verloren, gespannt seid, Bock habt mitzumachen, die zu gewinnen, dann habe ich folgende Frage für euch. Schätzt doch mal, wie viele Paletten ich habe. Lidschattenpaletten natürlich, was sonst? Wer am dichtesten dran ist oder vielleicht sogar genau die Zahl trifft, der bekommt meine Backup-Verlosungsbox. Und ja, ich lasse die Verlosung eine Woche laufen, könnte ich mir vorstellen. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Schreibt mir einfach dann den Hashtag mit der geschätzten Anzahl meiner Lidschattenpaletten oder auch der genauen Zahl. Ich bin gespannt. In euer Kommentar, da nehmt ihr teil. Leider kann ich es nur für Deutschland raushauen, weil die Versandkosten nach Österreich doch ein bisschen dolle sind und ich möchte dann lieber ein paar mehr Produkte reinlegen für euch. Ja, das wäre die Verlosung. Und vielleicht Hashtag BeRoutine habe ich hier eine Handcreme, intensive Pflege. Jeder Hauttyp mit Aloe Vera und Urea landet auch diese Creme noch in dieser Box für euch. Schauen wir mal, ne? Lasst euch überraschen. No risk, no fun, sage ich mal immer. Aber ihr werdet garantiert zufrieden sein mit den Sachen, die ich euch da reinpacke. Ich weiß nämlich selber noch gar nicht, wie viele Paletten ich habe. Und die werde ich dann natürlich zählen, ist ja klar. Werde dazu ein extra Video machen mit der Auslosung, euch meine Paletten gleichzeitig zeigen. Und dann zählen wir zusammen und gucken mal, wer gewonnen hat. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit. Denn ich möchte echt ein bisschen was aus meinem Backup loswerden. Eine zweite Verlosung kommt bestimmt auch noch. Dann habe ich hier, wie es aussieht, Leute, das letzte Produkt. Also ich gehe mal davon aus, dass die anderen Produkte, die hier drin sind, dann einen hohen Wert haben, weil irgendwie, ich werde nachforschen auf jeden Fall. Ich habe ja leider, wie gesagt, das Heft nicht. Eine Probe auch von Kylie Skin, wo wir dieses Augending mit dabei hatten. Was ist das? Eine Gesichtscreme, wie es aussieht. Ja, Pinkbox. Ich weiß nicht so genau. Also zwei Produkte feiere ich richtig. Zwei kommen wahrscheinlich in die Verlosung oder in ein Trash-Paket und das dritte werde ich mal ausprobieren. Also ja, ich weiß nicht. Ich weiß im Moment nicht, was ich davon halten soll. Ich habe irgendwie jetzt das Gefühl, die Hälfte fehlt. Das ist ganz komisch, als wenn sie nicht nur das Heft vergessen hätten, sondern auch irgendwie ein paar Produkte. Aber wie gesagt, vielleicht kostet das alles so viel Schweinegeld. Das weiß ich ja jetzt leider nicht, weil ich das Heft nicht habe. Hier war zwar ein Heft drin, aber da sind andere Werbedinger drin. Also gut, ich werde nachforschen für euch auf jeden Fall. Und die Maske fühlt sich noch ganz gut an. Sie ist auch doch nicht großartig verrutscht zum Glück. Ich lasse die jetzt noch ein bisschen drauf. Und dann freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr Bock habt, an der Verlosung teilzunehmen. Und schreibt mir doch mal, wie ihr jetzt den Inhalt fandet. Also richtig hellauf begeistert bin ich irgendwie nicht, komischerweise. Obwohl es schöne Sachen sind, aber irgendwie. Schauen wir mal. Also dann, ihr Lieben, heute ist Samstag. Macht euch ein schönes Wochenende. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ne? Morgen gibt es auch wieder ein Video. Und zwar in Rossi Hall. Habe ich morgen für euch mit Produkten, die mir mein Schatzi ausgesucht hat. Also ihr dürft gespannt sein
Und lasst mir gerne ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Da freue ich mich tierisch drüber. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr Spaß habt an meinem Kanal und einfach beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich mache jetzt noch ein bisschen Me-Time und dann sehen wir uns garantiert wieder hier bei mir. Bis dahin, eure Mieze.